Kniet nieder vor dem Gott des Todes. So, willkommen zum Kartenchaos in dieser Woche und ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht in den Game. Ich habe nur eine Meldung bekommen, irgendwie, dass das Championship irgendwie startet und ich habe irgendeine Packung bekommen. Ich glaube, das Goro-Packung. Oder wie heißen die? Weiß ich nicht. Die Grünen. Und außerdem habe ich außerdem habe ich ein neues Mikrofon. Könnte sein, dass ich mich jetzt anders anhöre. Von den Einstellungen müsste es eigentlich so weit okay sein, aber so wie ich weiß oder ich mich auch selber gehört habe, höre ich mich etwas dumpfer an als vorher, aber ich hoffe, es geht. So, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Ich denke mal, das wird das Kartenchaos sein. Halle der Legenden. Welche legendäre Turnierdecks haben es in diesen ehrenwürdige Halle geschafft? Finde es heraus. Okay. Was geht einfach los? Man sucht sich noch nicht mal einen Charakter aus, okay. Und wir haben auch 1000 Gold, das heißt, nach der Runde von Kartenchaos werden wir alle Packungen öffnen und uns noch 10 weitere kaufen. Irgendwie ist das gerade sehr laut. Ich muss es mal ein bisschen leiser drehen. Garrosh gegen Thrall! Ist auch extrem, was das neue Headset an Bass hat. Das ist krass. Erste Mal, wo ich das Ding auf hatte, habe ich richtig, ja, fast Kopfschmerzen bekommen. So, was ist das hier für ein Deck? Ich habe keine Ahnung. Das war's. Gremiengäste haben Oscar zum Sieg verholfen und das sogar ohne die Kriegshemmung. Oh Gott, wann gucke ich mir dann schon mal die Dinge an? Championship. Deswegen habe ich überhaupt keine Ahnung, was ich hier für ein Deck habe. Wir dürsten nach Rache. Also was ich jetzt machen werde ist... Blut und Beute! Die Frage, ob sich das jetzt lohnt, den Platz zu machen. Oder ob ich auf Face gehe. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von diesen Decks. Ich mache das jetzt einfach so. Ist auch drin, ne? Cool. Look down, Ogre! Jeder Diener, okay, das ist schon mal gut. Ich könnte. Ja, was könnte ich denn? Meine Klinge ist durstig. So.
Das heißt, wenn er nämlich stirbt, kriegen alle Schaden und er wird gebufft hier. Ja, wie, sorry, ich kenne die Texte. Ich bin meistens eigentlich nur Magier. Ach du Scheiße. Ja, egal, das ist nicht so schlimm. Ja gut, du kannst nichts machen. Ja, sehr schön. Danke. Da kommt auch noch plus 3 Schaden. Schade, jetzt habe ich natürlich nichts mit Sport. Was ich machen könnte, wäre... Lass die Schmerzen sprechen. Ein Schaden. Ich könnte ihn jetzt natürlich noch ein bisschen buffen, aber es ist echt gefährlich. Rüstung, die passt. So, Schaden, Alter. Ich schlage. Ich muss mich entscheiden. Hätte ich machen können, wäre es ein bisschen mehr Schaden, aber ich lasse das nicht mehr. Weil er wird den sicherlich so oder so opfern jetzt. Ja, oder so. Wenn er überlebt, wäre natürlich nicht schlecht, aber das ist unwichtig. Ach, nur befreundete Diener, okay. Oh Gott. Das ist halt die Frage, ob er ihn kaputt kriegt. Ja, warte mal. Meine Klinge ist durstig. Ich hoffe nicht. Ja, das ist das Gute. Er hat gerade Mana Freeze sozusagen. 3 Mana, weil er ein paar zu viele mit Überladung spielt. Natürlich hat er was. Ah, Hund. Die passt. Luchta, hoffen wir einfach mal, dass er kein Diener mit Spott hat, dass ich da durchkomme. Wer sich mit dem Stier anlegt, kriegt die Hörner zu spüren. Perfekt. Nein, nicht perfekt. Shit. Er kann noch einen Token spielen. Kein Diener mit Sport. Kein Diener mit Sport. Kein Diener mit Sport. GG. GG. Diese Runde geht an euch. Sehr schön. Somit öffnen wir jetzt 40 Packungen. Und ich weiß nicht, welche ich kaufe. Okay, hallo. Mein Gott. Ich denke mal, die neueste Erweiterung wäre das Beste. Gibt halt noch ein paar Karten, die ich gerne hiervon haben will, so wie auch hiervon. Ich habe noch gar keine Heldenkarte. Aber wir holen uns die neueste. Man konnte doch irgendwie eingeben, wie viele, oder? War das nicht so? Nein.
wusste das mal, wie das ging. So, fangen wir an. Fangen wir erstmal an mit den normalen. Keine Ahnung, warum das so leckt. Jason! Episch! Legendär! Ansturm, Gottschild, Spott, Windzorn. Okay. Selten! Selten! Selten, golden und selten. Schöne Golden. Selten. Selten. Und die habe ich auch. Gut, die alle. Golden und selten. Episch. Schon wieder. Selten. 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 Pack. Golden und selten. Selten. Das ist das einzige Pack, was wir hiervon haben. Golden und gewöhnlich. Selten. Noch eine goldene Karte dabei. Okay. Diesen Karten habe ich überhaupt keine. Selten! Überleges Opfer, okay. Den finde ich auch hart hier. Selten! Frostklon, Geheimnis. Selten! Wieder Frostklon. Wow! Legendär! Todesseher Thrall. Natürlich kriege ich den. Zieht eine Karte, wenn ein Feind eingefroren ist. Die sind auch nicht schlecht. Und Frostnova, wenn er echt hier sind, kann man die Karten ziehen. Selten! Grüne Schwarms. Okay, mal gucken, was wir hier kriegen. Selten! Ja, nicht schlecht. Wow, legendär! Valanir, wenn das so ausgesprochen wird, ist vielleicht einen Diener auf eurer Hand 4+2. Legt diese Waffe erneut an, wenn er stirbt. Okay, krass. Selten! Wow, legendär! Okay.
Meister Eichenherz, kam schon, rekrutiert drei Diener, eine mit drei Angriff. Rekrutiert, das heißt ja, aus eurem eigenen Deck, also nicht irgendwie random irgendwas, ne? Ich glaube, ich finde da aber auch noch was. Zwei legendäre Ausschlag. Und gewöhnlich. Selten. Ach, wieso hier? Ha, arkane Geschosse, okay. Selten. Oh ja, die ist cool. Selten. Golden und gewöhnlich. Geil, die ist auch. Ja, das heißt. Ja, doch, eigentlich nicht schlecht. Selten. Selten. Episch. Priester. Ah, so Drachen. Selten. Selten. Aha. Und hat er denn eine Magier? Selten. Selten, golden und selten. Wie, achso, die, wegen aufwerten. Spottkampfschreier ruft einem Gegner einen zufälligen Diener herbei. Oh, so. Selten. Bonus-Effekt, okay. Habe ich auch schon gehört, aber das selten. Ist etwas zu wissen, wahrscheinlich. Eine Kopie an, dabei. Zum Aufwerten drei meiner Kristalle überladen. Selten! So, die letzten drei. Episch! Selten! Eine legendäre raus. Selten! Die ist natürlich auch nicht schlecht. Jägergeheimnis ist wieder aufgespielt. Selten! Na siehst du, das war's. Dann muss ich mal wohl demnächst mal anfangen zu craften. Ich glaube, ich habe 3000. Na, ja, knapp 3000. Staub. Da kann ich mir ja bald ein paar Karten machen. Warum geht das denn so lange? Was ist denn los hier? 410 kriege ich nur. Oh. Naja, immerhin. Das langt fast für eine goldene Legendäre. Oder warte mal, goldene Legendäre? Die kosten auch nicht viel, ne? Nur goldene.
Jetzt so als Beispiel. Ah doch, 3-2 kosten die. Na gut. So, müde. So, da sehen wir dann mal. Da werde ich mich mal durchfuchsen müssen. Ich verabschiede mich von hier aus. Wir sehen uns dann in der nächsten Kartenchaos-Woche. Also bis dahin. Ciao.